So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Angry Birds Epic in der Ahnenhöhle. Yeah! Dann schauen wir uns mal an, was es beim nächsten gibt. 5 Wellen, vergessene Bastion 2. Und da haben wir, sogar ein Buch der Liebe, das ist für unseren Chuck. Warte mal, ganz kurz, bei dem letzten gucken, ob ich überhaupt im Ranking bin. Nee, der Steve Johnson mit seinem OP-gecheateten... da bin ich 21, mit seinem OP-gecheateten, Vögeln ist da oben. Schade eigentlich. Und hier ist er wahrscheinlich genauso wieder auf der 1. Ja, eigentlich müsste ich noch aus meiner Friendlist kicken. Alle, die cheaten. Gut, dann schauen wir mal, wen wir uns als Freund mitnehmen können. Als Freundesvogel. Da hätten wir schon wieder ein Spiel. Ach, da ist immer noch der Cheater. Da ist eine gute Frage, wen ich jetzt eigentlich mitnehme, weil... Nehme ich sie mit und dann hätte ich eigentlich theoretisch 2 von denen. Und ich finde das auch gar nicht übel, die Elite-Druiden. Aber wenn die natürlich Schaden ignorieren, dann ist das natürlich ungünstig. Gut, nehmen wir ihn mit John Smith. Vielleicht ist er auch stärker. 141, der ist nicht stärker. Nehmen wir ihn mit. Und dann nehmen wir noch unseren Red mit. Red und unseren Speier, unseren Giftigen und unsere... Ja, die da, die Olle da. Die Sense und den Todesmantel um hat. Ja, wahrscheinlich wird in jedem Part ein Kampf. Und genau. Das ist nämlich auch das Nervige, was mich so anpisst an diesem Spiel. Seit den Updates. Es ist unglaublich vollgepackt mit Werbung. Das ist unglaublich ätzend. Also ich finde das nicht in Ordnung. Dass sie so unglaublich krass mit der Werbung rumspammen müssen. Nach jedem zweiten Kampf kommt das. Das versichere ich euch. Nach jedem zweiten Kampf kommt Werbung. Alter, der Typ ist so krank. Er hat so unglaublich viel Giftschaden. 602. Das ist so heavy. Und jedes Mal wirkt halt dieser passive Effekt davon, was ich natürlich nicht cool finde. Ups. Aber macht doch nichts. Wir kriegen so viel Leben auch wieder allein durch Red 227. 227. Ich glaube, man hätte sogar eine Ahnenhöhle ganz nice trainieren können. Heilen wir uns mal. So, sollte er tot sein eigentlich alle. Obwohl, der könnte nicht ganz tot sein. Der hätte ich mir denken können eigentlich. Ärgerlich. Aber macht doch nichts. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ist auch egal. Auf jeden Fall freue ich mich, der hat ja Schaden unterignoriert, ne? 100 und unter 181 und der macht 201 Schaden. Hat aber Blendschlag. Ich glaube, er macht ein bisschen weniger Schaden. Ja, gepanzert, okay. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Nächste Runde dann aber, wenn er nicht wieder angegriffen wird. Von genauso einer Einheit. Okay. Dann können wir ihn jetzt angreifen. Der kann jetzt vergiftet werden. Tschuh! Und wenn wir den angreifen und dann werden wir Red hier den angreifen lassen. Mit dem Kettenangriff schön noch. Auf jeden Fall werden die nicht mehr lange überleben. Das ist auf jeden Fall dieses Dot-Team finde ich bisher immer noch am besten, muss ich sagen. Solange der Gegner keinen Instant Damage jedes Mal macht, dann finde ich die immer noch am besten, diese Kombination. Piu! So, 2 tot. Kommt nächste Runde also die letzten beiden dran. Auf jeden Fall gibt es eine ganze Menge Erfahrung, was ich aber überhaupt gar nicht mehr brauche. Ist ja Käse. Aber trotzdem gibt es das noch. Gut, der ist auch... Na, wow, wie viel Leben hat denn der, bitteschön? Der muss ja unglaublich viel Leben haben. 3432, okay. Ja, dann werden wir Red angreifen lassen. Kriegt uns noch ein bisschen Schaden zurück, aber ist egal. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Updates, wenn welche kommen sollten. Bis dahin habe ich hoffentlich die komplette Ahnenhöhle durch. Wahrscheinlich werde ich sogar 2 Parts von Angry Birds Epic täglich bringen, weil ich jetzt wirklich eine ganze Menge aufnehmen werde. Ich werde, wie gesagt, also ich versuche 15 Minuten lang so hier zu spielen. Wenn es geht, natürlich 2 Level, aber die meisten werden halt in einem Level drin sein. Das finde ich natürlich jetzt nicht ganz so toll. Und schneiden will ich ungern irgendwas wegmachen, weil gehört einfach dazu. Ich finde es nicht in Ordnung, dass ich ab und zu diese Rückelchen habe. Wo ich dann 1006 Schaden. Das ist so krass. Wo ich dann immer merke, ja, verdammt. Aua. Verdammt. Stimmt, der hat aufgeladen, ne? Hab ich gar nicht mitbekommen, so wirklich. Die kleine Drecksau, die. Aber nächste Runde ist er so oder so tot jetzt. Das ist also egal. Solange keine Geister kommen, bin ich absolut zufrieden. Geister sind wirklich das Schlimmste, was ich bisher hier erleben konnte. Das ist abartig gewesen, wirklich. Und die Viecher sind auch wirklich gar nicht schwach. Also, das ist schon... Gut, glücklicherweise bin ich Level 33, weil dieses Level könnte man sogar durchaus noch mit Level, oder hätte man durchaus mit Level 27 machen müssen. Und ich frage mich jetzt, wie viel Leben ich habe, dass ich so ewig brauche, um mich hochzuheilen. Ja, auf jeden Fall, das Spiel ist Wahnsinn. Ich finde es mega genial. Und ich fände es einfach eine Verschwendung, wenn Rovio hier nicht weitermachen würde. Auch questmäßig. Ich glaube wirklich, ich werde den Entwicklern mal ein paar Tipps schreiben. Es gibt...
also ich hatte ja wirklich, als das U-Boot kam, hatte ich ja wirklich gedacht, es gibt jetzt, also es gibt ja eine Oberland, hätte ich gedacht, es gibt eine Oberlandschaft und dann wirklich noch was da drunter, also als das U-Boot kam, aber leider war es nicht so das gewesen und zwar hätte man, oder hat man dann nur noch, ja, ein bisschen tauchen können um diese Einzellevel. Hätte ich gedacht, es gibt wirklich noch eine ganze Unterwasserwelt, wo halt das exakt gleiche nochmal ist, halt nur irgendwie mit Bergen dann drunter, dass das halt nur so hin und her geht und so weiter. Finde ich schade, dass es ein bisschen nicht weitergeführt wird. Hätte ich auf jeden Fall mal mit dem Support in Verbindung setzen, ob da irgendwie noch was geplant ist. Vielleicht lassen sie ja doch ein paar Infos rüberrücken, die mich dann zumindest schon mal richtig antören, weiterzuspielen, weil das Spiel hat so viel Potenzial. Ich fände es wirklich eine krasse Verschwendung, wenn das so enden würde. Hier die ganze Zeit nur Ahnenhöhle weiterführen. Das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Ich hoffe einfach mal, das ist nicht so. Ich hoffe, Rovio, ja, macht da noch ein bisschen was. Wäre wirklich sehr, sehr schade, wenn nicht. Aber selbst wenn nicht, kann man es leider nicht beeinflussen. Aber man kann ja mal ganz nett nachfragen, was sie so noch geplant haben eventuell. Und ich hoffe mal wirklich nicht nur Ahnenhöhlen-Upgrades. Das wäre sehr, sehr traurig, muss ich sagen. Da haben sie die Cash-Kuh melken sie jetzt und dann sind sie fertig oder wie. Das finde ich jetzt nicht toll. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Ich werde die auf jeden Fall mal anschreiben und dann werde ich gucken, wenn sie mir überhaupt was sagen, was es dann Schönes gibt. So, der ist immer noch geschleimt. Das Dottie ist einfach nur mega abartig. Das ist so krass. Oh, sogar entzaubert, siehst du? Der hat so wirklich coole Entzauberungsfähigkeit, finde ich sehr toll. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nützlich. Und so wie es aussieht von der Zeit, kriegen wir sogar zwei Level hin. Wow, coole Sache. Und ich quassel hier mit dem Mund fussel, ich merke gar nicht, dass ich nebenbei spiele und die Level durchwasche. Finde ich cool, auf jeden Fall. So, da haben wir auf jeden Fall ein Buch der Liebe, was uns 57 mehr Leben bringt für unseren Chuck. Chuck benutzt ja immer die Bücher. Unser kleiner Wizard, den ich aber aktuell eh nicht dabei habe, deswegen werde ich das jetzt noch nicht machen. Das lassen wir noch schön. Guck mal von der Rangliste her, wie weit ich hier bin. Ja, die ganze Cheater, ey, holy shit. Auf Platz 18 gerade. Ich weiß nicht, wie die Leute, wie viele Punkte Unterschied habe ich. Eine ganze Menge. Also ich habe 151.000 und die haben... Gut, den kann man jetzt rausnehmen, den kann man auch noch rausnehmen. Ich denke mal, die meisten, wollen wir rausnehmen können, weil sie einfach rumcheaten. Weil ich es jetzt echt nicht in Ordnung finde, aber okay. Ich werde keine Einheiten von denen nutzen. Das wäre echt unfair. 7 Wellen, Koboldpfanne. Das ist für unsere Matilda, müsste das sein. Dann schauen wir mal, welchen wir uns mitnehmen können. Das sieht gut aus, der John Smith wieder mal. Achso, den hat man gerade mitgenommen. Ja. Würde ich sagen, nehmen wir die mit. Die kennt die Elite-Druidin. Sie macht zwar ein bisschen weniger Schaden als der von gerade eben. Und dann sieht es aber auch schon, obwohl, wenn ich einmal mal durchscrollen würde, ich glaube, da würde ich richtig krasse, gute Einheiten noch finden. Aber ich gehe erstmal nach der Reihe hier. Nehmen wir unsere Matilda mit. Oder seine Matilda. Ist für uns schon recht einfacher, muss ich sagen. Laut der Anzeige. Und ja, wir haben das, das und das. Passt ganz nice, würde ich sagen. Geh mal los. 227.000 Punkte hat der Erstplatzierte. Dann schauen wir mal, ob wir das überhaupt ansatzweise knacken können. Aber ich glaube nicht. Aber 7 Wellen ist ja schon, Alter, geh mir nicht auf den Sack, Mann. Dieser komische Typ da nicht. Das ist mein Vater. Ja, hey, wenigstens. Ich freue mich auf heute Nacht. Ich glaube, Sie wollten meine Tochter sprechen. Okay, also, oh. Ich muss sagen, zumindest die Werbung ist schon mal ganz, ganz nice. Auf jeden Fall schon mal besser gemacht als teilweise woanders. So, ich habe jetzt den angegriffen, was jetzt, glaube ich, nicht ganz so toll ist. Ich versuche ihn mal zu töten. Er sollte in zwei Runden ja eh sowieso tot sein. Bevor er seinen Angriff starten kann, sollte er tot sein. 976, also wenn er noch... nächste Runde ist er tot, wenn er nicht geheilt wird. Und ich glaube, er hat keine Heilung. Ne, keiner von denen hat eine Heilung. Oh, ich kann meine Ability nicht benutzen auf meinem... Aua. Ich kann meine Ability nicht benutzen. Komm. Auf meinem Dings nicht benutzen. So, gucken wir uns ganz kurz den Damage an. Okay, der ist tot also in zwei Runden. Also, diese Kombination ist so unglaublich wahnsinnig. 9, okay, 976 nur. Achso, klar, sie ist ja ein Stückchen schwächer als die, die ich gerade hatte. Deswegen... Aua, jetzt hör auf. So, nehmen wir mal... Töten wir mal mit dem ganz kurz. Dann gehe ich mir nämlich auch ziemlich auf den Sack. Aber ich glaube, er ist noch nicht tot. Nee. Der ist leider noch nicht tot. Ja, wir kriegen so viel... Schade, dass dieser EP-Überlauf nicht gut geschrieben wird. Finde ich echt schade. Sonst könnte man instant dann irgendwie Level Max werden. Direkt schon, wenn es das nächste Mal erhöht wird. Weil ich so viel Erfahrung jetzt sammle, das ist krank. Einmal nur krank. Ja, und sollte ich mal wieder sterben, unverhoffterweise, dass die Gegner doch mal stark sein sollten,
Gucken wir vom Damage her. Brauche ich noch einen Angriff, ein paar Angriffe. Dann kann ich ja, sobald meine Einheiten tot sind, kann ich dir für ein paar Lucky Coins wiederbeleben. Ich weiß gar nicht, wie viel das waren. Bisher hatte ich es ein einziges Mal gemacht gehabt. Ein einziges Mal die Lucky Coin Revive benutzt gehabt. Also ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie viel ich da bezahlen musste. Das war ganz, ganz am Anfang. Vielleicht könnt ihr euch noch dunkel daran erinnern. Ganz, ganz am Anfang war es gewesen. Ich glaube, da habe ich mich auch mega aufgeregt gehabt, weil die Gegner einfach so fucking stark gewesen sind. Aber mittlerweile ist das nicht mehr so. Mittlerweile habe ich richtig Spaß an dem Spiel. Und ja, ich dresche das gerne durch. Ich mag dieses, ich liebe dieses Spiel. Ich glaube, kein anderes mobiles Spiel habe ich bisher so sehr geliebt wie dieses. Also bisher ist das wirklich mein Top-Favorit, was geht. Da gibt es bisher keinen, was toppen könnte. Impossible, bisher. Da ist das wirklich meine Numero Uno. Ja, und ich merke, meine Wutschi lädt sich gar nicht auf. Das ist krass. 75% weniger. Das heißt also nur ein Viertel von dem Speed her. Ich glaube, das hätte ich nicht machen sollen. Ein Viertel vom Speed her füllt die sich nur auf. Ich könnte theoretisch natürlich so einen Kuchen benutzen. Infernalischer Gemüsekuchen. 75% Wutschili. Aber wer braucht das schon? I don't give a shit about this. Und dann greifen wir die restlichen noch an. Die sollte auch schon in zwei Runden tot sein. Deswegen war es dumm, dass ich den angegriffen habe. Das war ein einfach verschwendeter Angriff von Red eigentlich gewesen. Aber solange ich die Heilung bekommen habe, ist eigentlich alles wunderbar. Ich finde diese Dot-Klassen sind einfach... Muah. Muy bueno heißt das, glaube ich, auf Spanisch. Ich habe nie Spanisch gelernt, aber ich habe das irgendwo mal gehört, glaube ich. Ja. Da lasse ich mich auf jeden Fall überraschen, was auf jeden Fall noch so Neues kommt. Ich habe auch von neuen Klassen gehört. Das Traurige ist, eine ist nur in Japan verfügbar, und zwar die Ronin-Klasse. Das heißt für Red diese Klasse, gegen diesen Doppelgänger, den wir spielen konnten. Und dann gab es noch eine spezielle Klasse für Matilda. Und zwar die Moonlight Princess, also die Mondlichtprinzessin. Die gab es aber nur an einem speziellen Event, sondern es gibt anscheinend ein Event, das ein Mond-Event oder irgendwie sowas heißt es. Achso, der kann ich gar nicht benutzen. Da hätte man ihn nur bekommen können und nur bestimmte Bereiche, also in Deutschland nicht, also logisch, Deutschland wurde nicht, nur USA irgendwo in bestimmten Bereichen war in der Lage, diese Klasse zu bekommen, was ich sehr, sehr schade finde eigentlich, weil die Moonlight Princess sah mega geil aus. Ich liebe ja solche. Ja, also die ist halt weiß im Gesicht und die andere war dann halt schwarz. Also von der Farbe her wirklich absolut kontra. So, der ist... Aua. Hör auf damit. Aua. Böse. Okay, Heilung wurde geblockt. Und der heilt sich... Ne, heilt sich doch nicht selber. Echt schade. Heilung wurde geblockt, aber ich glaube, die ist jetzt weg, ne? Oder geht die über die Runden? Geht über die Runden. Fuck. Heilung komplett null oder nur Pechsträhne? Ich benutze mal ganz kurz so ein Küchlein. Okay, doch, da geht's. Da kann sie geheilt werden, alles klar. Dann benutze ich mal ganz kurz noch so einen Schweinesaft. Nicht, dass sie mir wegnippelt, das wäre echt ungünstig. Das will ich dann noch nicht wagen. Das wäre ungünstig. Ja, auf jeden Fall schade, dass wir diese Klasse nicht bekommen können. Ich hoffe einfach mal, dass es wirklich noch ein paar Klassen später gibt. Aber obwohl, eigentlich hoffe ich es auch gar nicht, weil ich mir dann Elite-Klassen kaufen müsste. Weil ich halt komplementiergeil bin. Also, ja, komplettieren halt. Okay, dann werden wir irgendwann kurz mal verteidigen. Der wird geheilt, dummerweise. Und den werden wir jetzt einfach mal ein bisschen Damage reindrücken. Ja, der Part geht ein bisschen, die Parts werden wahrscheinlich immer ein bisschen länger gehen. Einfach aus dem Grund, dass ich timen kann, aber ich denke mal, euch wird das kaum stören, oder? So, auf wen geht der? Auf gehen auf Red? Okay, also das heißt, also das macht keine Ursache, dass... Achso, er hat auch schon wieder keinen... Oh, leckt mich doch am Arsch, ey. Jedes Mal kriegt er kein Leben zurück. Ihr Schweine. Ich brauche immer mehr Schweinesafttränke. Das ist wichtig. So, der wird da wahrscheinlich auch nochmal angreifen. Leider kriege ich kein Leben zurück gerade. Und nächste Runde ist Red dann nochmal dran. Aber, na, die Heilung... Ah doch, die Heilung... Nee. Heißt das, dass der... die Heilung ist weg. Okay. Hab mich gerade etwas irritiert. Und er sollte tot sein. Yeah, 976 Schaden. Ja, jedes Mal kriegt man nur ein Schnäuzling von den Gegnern, was ich echt ein bisschen peinlich finde. Ein bisschen peinlich wenig. Hauen wir dem jetzt nochmal einen Trank rein. Die sind mir doch ein bisschen zu stark. wenn ich Heilung geblockt bekomme, ist das etwas ungünstig. Ja, vor allem, wenn sie AOE-Schaden machen. Ihr Schweine.
keine Aufladung und AOE-Schaden. Das ist krass. Ah, okay, die Heilung ist nur reduziert worden. Jetzt kann er sich wieder heilen. Okay, nächste Runde ist auch der da oben tot. Der beschwört eine Einheit und der beschwört auch eine Einheit. Wunderbar, dann haben wir die schon mal außer Gefecht gesetzt sozusagen. Und ich hoffe mal wirklich, seit, ja, dieses Problem gab es ja auch gewesen, dass ganz, ganz oft diese App abgestürzt. Ich hoffe einfach mal, das passiert nicht hier nicht mehr. Mittlerweile sind ja einige Updates rausgekommen, einige Fixes hoffentlich auch genau zu diesem Problem. Aber da bin ich mir nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall sind wir beim letzten Level jetzt. Coole Sache. Ich würde noch gerne ein Törtchen reinhauen. Und den da zuerst kann ich mich die Leute beschweren. Und ich glaube, das war schon wieder ein unnötiger Angriff. Das gibt's doch nicht. Das wäre wieder ein unnötiger. Ja, ich muss ein bisschen strategischer denken. Gerade wenn es dann später in die heißeren Phasen geht, dann. Ja, er kriegt schon so viel Schaden. Da muss ich auf jeden Fall ein bisschen mehr überlegen. Wie greife ich wen dann an und so weiter? Und ja. Ich glaube, den sollte ich da oben gleich töten können, wa? Geht er mal auf den mit dem meisten Leben und der ist. Was? Er kannte 12 Leben, ist ja krass. Das ist krass. Gut, ich könnte mir theoretisch noch eine Heilung verpassen. Dann können wir mit Red mal ganz kurz den da oben noch angreifen. Ein bisschen heilen noch. Der sollte auch tot sein und der... Okay. Alles in Ordnung. Heilt uns ganz normal ganz kurz und Red schlägt nochmal kurz drauf. Damit wir noch ein bisschen Leben kriegen. Gut, dann schauen wir mal, wie viele Punkte wir haben. Ich glaube, irgendwie 200, noch was, 1000 waren... Auf Platz hier 1 gewesen und wir sind bei 197. Ja gut, ist auch ein ordentlicher Rekord dafür, dass wir... Ja doch, eigentlich sind wir Maximum. Eigentlich müssten wir ganz, ganz viele bekommen. Ja, wir haben die Dings bekommen, die Kobaltpfanne. Bringt es aber nicht, wie wir trotzdem alle Rezepte haben. Das ist einfach diese... diese Achievement, sage ich mal. Also diese, alles, was man bekommen kann, will ich haben. Das ist einfach so. Ja, und dann würde ich sagen, beim nächsten gibt es dann 10 Wellen, glaube ich, oder? Okay, 7 Wellen. Was haben wir hier? Ein Holztalisman. Hier müsste es dann, glaube ich, 10 Dings geben. Beim 5. und beim 10. Level war es, glaube ich, immer so gewesen, dass es dann 10 Wellen gab. Aber das machen wir jetzt nicht mehr. Der Part ist schon 17 Minuten lang. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder von Angry Birds Epic. Vielen Dank für die Leute fürs Zuschauen. Und ich hoffe es auch, dass es euch gefällt, dass es weitergeht. Und mir gefällt es auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.